Der David ist ein unfassbar offener und sehr witziger Typ, mit dem es wirklich Spaß macht, jede Minute irgendwie zu verbringen. Er ist da sehr lebensfroh und natürlich hat er auch seine Qualitäten auf dem Spielfeld, weshalb er seine Berechtigung hat, hier zu stehen. Auf jeden Fall. Ist ein sehr körperlich präsenter Spieler, überzeugt sehr durch seine 1 gegen 1 Aktion, durchschlagskräftig und sicherlich auch sehr, sehr wurfstark. Ich denke, man sieht es ja mal vielleicht an meiner Gesichtsfarbe. Ich rede nicht ganz gerne über mich, deswegen schöne Worte von Patrick. Ich hoffe, ich kann die auch bestätigen dann auf dem Feld. Vom Co-Trainer habe ich mir jetzt so eine Art Mindmap machen lassen über die Spielzüge, die wir haben und was dann meine Aufgaben sind. Ich mache mir dazu noch Notizen, sodass ich dann auf jeden Fall die Sachen präsent im Kopf habe. Meine persönlichen Ziele sind in erster Linie, mich ganz schnell reinzufinden in die Spielphilosophie, die Christian hat. Das unterscheidet sich schon ein bisschen von der, die wir im Verein haben, auch was das Abwehrsystem betrifft. Die Spielzüge zu lernen, das muss ich, denke ich, am meisten tun. Und dann, wenn es dann Richtung Spiel geht, ist natürlich meine Aufgabe, Kai so gut es geht zu entlasten. Wenn es jetzt, sei es auch nur in der Abwehr, da möchte ich dann auch total präsent sein und dann auch wirklich der Mannschaft dann helfen können. Also privat als Mensch ist er ein unfassbar ungänglicher Typ. Also ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihm, auch nicht nur im Training. Man kann aber sehr viel Spaß mit ihm haben, das ist definitiv. Wir machen uns da immer, ja, also jede Trainingseinheit gucken wir schon, dass wir definitiv Leistung zeigen, aber dass es auch ein bisschen mit Spaß von dannen geht. Sportlich sind die Qualitäten eigentlich unbestritten. Er ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, recht weit vorne in der Torschützenliste, weil er einfach auch unfassbar sicher von außen, aber auch die 7 Meter, die ganz wichtig sind, finde ich mittlerweile auch wirft. Also ich denke, falls Uwe vielleicht mal einen schlechten Tag hat, haben wir auch noch einen im Kader, der das sehr, sehr gut lösen kann. Sehr. Wie Schmidt ja schon gesagt hat, eben ungewohnt, wenn man über sich selber Worte hört oder so direkt daneben sitzt. Aber natürlich sind das immer schöne Worte, schöne Auszeichnungen. Aber wie gesagt, das hilft alles nichts, wenn man es nachher nicht irgendwie bestätigt bekommt und selber seine Leistung abruft. Gerechnet habe ich damit auf keinster Weise und deswegen war es sicherlich ein überraschender Anruf, aber einer, der mit sehr viel Freude entgegengenommen wurde und natürlich auch mit Stolz, ganz klar. Meine persönlichen Ziele sind jetzt einfach hier einfach Gas geben und versuchen, die Mannschaftsleistung, die ja ganz klar im Vordergrund steht, irgendwie helfen zu können. Und ja, natürlich will ich mitfahren, das ist ganz klar. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Aber im Vordergrund steht sicherlich das mannschaftliche Ziel und nicht einzelne persönliche Ziele.